Das ist eine Kirche. Die christliche Gemeinde feiert Gottesdienst. Aber warum versammeln sich die Christinnen und Christen? Wer hat damit angefangen und wann war das? Nach dem Tod Jesu haben seine Anhängerinnen und Anhänger begonnen, sich in Erinnerung an Jesus zu treffen. In der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts wächst die Anhängerschaft Jesu, die ersten Schriften des Neuen Testaments werden verfasst und eine neue religiöse Gemeinschaft entsteht. Die Anhänger nennen sich Christen. Sie brauchen für ihren Kult geschlossene Räume, in denen sie das Mahl feiern und Gottesdienste abhalten können, ohne dass Ungetaufte daran partizipieren. Eine solche Abschottung war in der Spätantike keine Seltenheit. Sogenannte Mysterienkulte waren der Hit. Zunächst trafen sich die Christen einfach in Privathäusern von reichen Gemeindemitgliedern. Die Apostelgeschichte und die Briefe des Paulus nennen uns einige der Namen dieser Frauen und Männer, zum Beispiel Priska und Aquila. Von einem paganen Tempel unterscheiden sich diese Bauten also völlig. Während ein paganer Tempel als Ort für ein Götterbild gebaut wird, in dem die Gottheit präsent ist, benötigt die christliche Anhängerschaft Versammlungsräume. Diese Räume sind damals noch nicht sakral und auch nicht besonders ausgestattet. Deswegen ist es fast unmöglich, eine solche Hausgemeinde bei einer Ausgrabung zu erkennen. Im 3. Jahrhundert werden die christlichen Gemeinden zunehmend größer. Privathäuser werden in Teilen oder ganz in Hauskirchen umgewandelt. Die einzige dieser Hauskirchen, die wir archäologisch fassen können, ist die kleine Hauskirche von Dura Europos. Sie verfügt über einen Versammlungsraum und ein Baptisterium. Schriftliche Quellen berichten für diese Zeit von weiteren, größeren Bauten. Es haben sich aber nur wenige Reste erhalten. Durch das Mailänder Toleranzedikt im Jahre 313 wird das Christentum als einer von vielen Kulten anerkannt. Kaiser Konstantin fand den christlichen Kult ziemlich gut. Er und seine Familie ließen viele Kirchen im ganzen Reich errichten. Einen einheitlichen Look hatten diese Bauten aber nicht. Die Salvatorkirche in Rom ist eine fünfschiffige Basilika. Diesen Bautypus hat man einfach von den großen Markthallen übernommen. Praktisch? Hier findet die ganze Gemeinde zum Gottesdienst Platz. An den Gräberstraßen wurden über- und neben Gräbern von Heiligen Kirchen errichtet, die ein U-förmig umlaufendes Mittelschiff hatten, wie die Basilica Apostolorum. Im Heiligen Land haben Kaiser Konstantin und seine Mutter Helena Kirchen gestiftet, die noch heute zu den wichtigsten Kirchen der Welt zählen. Allen voran die Auferstehungs- oder Grabeskirche in Jerusalem. Dieser Baukomplex verbindet eine Basilika mit einer Rotunde und ist den Anforderungen des Geländes angepasst. Die Architektur und die Liturgie bilden eine Einheit. Zentralbauten entstehen in dieser Zeit. Sie können rund sein, wie die Rotunde der Grabeskirche. Sie können achteckig sein, wie das goldene Oktogon in Antiochia. Oder sie können kreuzförmig sein, wie die Apostelkirche in Konstantinopel. In nachkonstantinischer Zeit kommen kreuzförmige Bauten mit mehreren Schiffen, Tetrakontoi oder ovale Bauten hinzu. Aber der absolute Hit wird die Basilika. In nachkonstantinischer Zeit setzt sich die Basilika als Bauform total durch. Hunderte von Bauten sind überliefert. Also, die ersten Christinnen und Christen treffen sich in Privathäusern. Diese werden im 3. Jahrhundert zu Hauskirchen ausgebaut. Im Jahr 313 wird das Christentum ein anerkannter Kult und durch Kaiser Konstantin gefördert. Es kommt zu einem richtigen Bauboom. In nachkonstantinischer Zeit setzt sich dann die Basilika als Bautypus durch.